Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrapmechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euch auch und wir legen auch gleich los. Feiertage sind rum. Weihnachtsferien sind vorbei. Positive in, ja, ich glaube, ich habe es früher mal, irgendjemand hat es mir gesagt, 31 Schultage sind's, dann sind eh schon wieder Ferien. Also durchhalten, Leute, es geht auf die nächsten Ferien schon mit Höchstgeschwindigkeit zu. Und ja, ich musste heute auch schon wieder arbeiten. Ja, hilft nichts, gehört auch dazu. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen auch sehr ruhige, in Anführungszeichen, Tage. Ist natürlich Weihnachtsstress, dann Silvester, dann ist man viel bei der Familie, dann ist Familie hier und oh, das ist ja Wahnsinn, was da alles los ist. Ja, und aus dem Grund bin ich einfach auch überhaupt nicht dazu gekommen, neue Scrap-Mechanic-Folgen zu machen. Und ja, bevor ich dann mich da noch zusätzlich gestresst habe, habe ich gesagt, okay, weißt was, lass mal halt mal eine Woche kein Scrap-Mechanic kommen, whatever. Passiert halt. So, aber wir sind wieder im neuen Jahr und jetzt geht's wieder richtig rund. Und zwar mit einem runden Riesenrad. Da kitzelt mein Hals. Und zwar wollen wir ein Riesenrad bauen. Wir haben mal ein Riesenrad schon mal gebaut gehabt. Das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Also wirklich schon sehr lange. Das könnte so Folge 18 oder so gewesen sein. Und in den ersten Folgen hatten wir auch ein Riesenrad. Ja. Aber das ist alles schon so lang her. Ich gesagt habe, ein neues Riesenrad wäre eigentlich ziemlich cool. Und wir haben so viel Wissen inzwischen in Scrap Mechanic, dass wir das bestimmt irgendwie so viel geiler bauen können als jemals zuvor. Und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, machen wir erstmal so eine Grundfläche. Die können wir ja dann nachher wieder reduzieren. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Riesenrad baut. Xaok hat sich wieder mal voll viele Gedanken gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Na gut, okay. Vielleicht. Wie machen wir das? Bauen wir vielleicht erst die Gondeln? Das wäre eine Idee. Oder? Komm, lass uns erst die Gondeln bauen. Also eine Gondel. Das ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Damit wir schon mal so einen Anhaltspunkt haben. So, wie groß soll das Ding werden? Sollen wir uns setzen können? Sollen wir stehen? Ich weiß es nämlich noch gar nicht. Dann bauen wir erstmal eine Gondel. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, was brauchen wir als Eingang? Mindestens drei Blöcke. Ja, machen wir drei Blöcke. Dann haben wir nämlich auch eine Mitte. Das wäre gar nicht so schlecht, ja. So, dann hätten wir das hier als Eingang zum Beispiel. Ja, und dann hier so einen Rand. Jetzt die Frage, wie breit bauen wir? Wie machen wir es? Sollen wir da wieder raus, wo man reingegangen ist? Oder gehen wir auf der anderen Seite raus, wenn wir auf der einen Seite reingegangen sind? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man ein Riesenrad bauen kann. Wir könnten eine Sitzreihe in die Mitte machen oder hier eben am Rand. Ja, geht auch. Können wir auch machen, ne? Vielleicht so. Dann ist die Frage, wie breit machen wir es? Eins, zwei, drei Sitze hätten wir so. Dann machen wir es so, ja. Dann haben wir hier unsere Kabinenbreite. Das sind die Sitzplätze, also 1, 2, 3. Auf der anderen Seite natürlich dasselbe. So, und jetzt müssen wir natürlich die Kabine auch noch schön machen. Da habe ich mir gedacht, da können wir vielleicht mit den schrägen Teilen arbeiten. Oder da gehen wir auf die zweite Reihe. Hier 2, 3, 4, 5, 6. Keine Ahnung, ob wir die alle brauchen. Aber wir machen sie einfach mal rein. So, und dann machen wir das ein bisschen abgerundet. So, genau. Das sieht ein bisschen schöner aus. So. Genau. Jetzt machen wir die Gondelhöhe. Muss natürlich auch passen. So kann man gerade so durchlaufen, also würde ich vielleicht zu das hier tendieren. So, da kann man super rein und raus gehen. Und dann können wir da oben, huch, das ist aber so weiter. Ist das die richtige Reihe? Nee, ist nicht die richtige Reihe. Huch, eieiei. So, genau, dann machen wir das hier auch so runter, ja.
So. So. Und dann machen wir hier eine Gondel runter. Und damit das da oben nicht so komisch aussieht, machen wir natürlich da so ein... eine Schräge drauf, ja. Also. So. Dann haben wir innen auch noch einen kleinen Hohlraum fürs Aufstehen, damit man nicht runterfällt, wenn man aufsteht. So, genau, voilà. Dann haben wir sogar hier, wenn wir hier zum Beispiel hier einen Sitz dann hinmachen, aufstehen, dann würden wir nicht rausfallen, also irgendwie durch ein Dach glitschen oder so, sondern wir haben hier noch so ein bisschen Platz. So, und das ist unsere Gondel. Jetzt können wir noch überlegen, ob man hier eine Verstrebung macht, damit man nicht rausspringen kann. Das können wir mit Horfblöcken vielleicht zum Beispiel machen. Oder wir machen hier unten eine Reihe drauf. So, wenn man drin ist, da kann man ja immer noch super rausschauen, ne? Und wir können aber nicht mehr hier raushüpfen, ja? Das geht nicht mehr. Sehr gut, ja? Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Jetzt müssen wir in die Gondel vielleicht ein bisschen was an Technik reinpacken. Ich weiß noch nicht, ob wir den Gondeln Türen geben werden. Das müssen wir mal schauen. Prinzipiell wäre es natürlich schön, wenn wir hier so eine irgendwas hätten, was zumacht. Eigentlich müssen wir das schon machen, oder? Weil sonst ist das ein bisschen komisch. Dann machen wir hier so ein... Oder hier. Haben wir es... Ne, haben wir nicht. Hier wäre halt... Ich bin gerade überlegen... Ja, machen wir mal hier hin. Das müssen wir halt gleich richtig einfärben. So. Und da packen wir hier einfach was mit Bearing, also mit einer Pipe drauf. Einfach damit es gleichmäßig aussieht. Aber haben wir hier einen losen Bearing, das ist auch blöd. Nehmen wir mal so, das reicht schon. So. Genau, der geht dann nach oben, wenn wir rein und raus dürfen. Dazu brauchen wir natürlich einen Controller. Ja, ohne Controller geht nichts. Den packen wir jetzt einfach hier oben hin. So. Zack. Und wenn der dann das Befehl, richtige Befehl bekommt, dadurch, dass er dann zum Beispiel unten an der Base steht, klappt er dann nach oben. So, jetzt soll das Ganze natürlich auch noch geil aussehen, ja, deswegen haben wir hier so Light Stripes. Wenn wir das nicht für jeden Waggon dann einzeln machen müssen, haben wir hier so ein Paket im Prinzip. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die Stripes für unten hin machen. Weil wir die ja auch hier um die Ecke bauen möchten, dann müssen wir hier unten hinsetzen. Gibt's da eigentlich... Ah, da gibt's noch eine... richtige Richtung, ja, wie man sehen kann. Das ist außen, das eine ist innen. Soll natürlich innen sein. So soll natürlich geil aussehen, der Kahn hier. Ne? Müssen wir nur mal gucken, wie wir das jetzt hier am Rand noch ein bisschen verhübschen. Ob wir hier... Schön wäre natürlich, wenn wir komplett hochgehen könnten.
müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Licht machen. Sonst hasst uns später das Spiel, weil wir so viele... Ich weiß noch nicht, wie groß das wird. Ne? Ich wollte eigentlich schon einen relativ großen Dings bauen. Aber da muss man gucken. Ne? Wenn wir zu viel Technik drin haben, dann wird das laggen. Das soll natürlich nicht laggen. Ne? Wir wollen ja so bauen, dass das halt dann nicht laggt am Ende. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das dann bauen. So, ich weiß nicht. Wie weit wir die Schräge hier setzen dürfen. Hier dürft man eine hinsetzen. Aha, aha, aha. Okay. Oder eben hier. Aber nur einmal. Auf der anderen Seite dürft man nicht mehr setzen. Dann setzen wir hier so unser Licht. Nach innen oder außen. Machen wir mal nach außen. So, genau. Das wird unsere Gondel, meine Freunde. Okay, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das machen, dass diese Gondel hier aufmacht, wenn irgendwas Bestimmtes passiert. Also, er muss irgendwo sein, damit der im Prinzip den Befehl gibt zum Aufmachen. Wir können jetzt zum Beispiel einen Sensor setzen, ja, also oder zwei oder drei, ist unterschiedlich, können wir verschiedene Variationen ausprobieren. Wir können zum Beispiel hier an der Seite was hinmachen. Wir können am Boden was hinmachen, wo wir einen Streifen hinsetzen. Einen schwarzen zum Beispiel. So, ist das die Mitte? Nee, ist nicht die Mitte. Haben wir hier überhaupt eine Mitte? Ja, hier wäre die Mitte. Jetzt mal eine Reihe weiter. So, dann setzen wir hier ein Logik-Gate hin. Das ist das Gute, dass wir das alles hier in diese Gondel reinpacken. Weil so haben wir das alles schon komplett fertig im Prinzip. Und setzen dann uns einfach die Gondeln dran, die wir halt brauchen. Oh, das ist natürlich hier oben jetzt ein bisschen blöd mit dem Licht. Oder man muss es so machen, das ging ja reicht theoretisch auch. Könnte natürlich jetzt überlegen, ob man hier so einen Verschluss hinbaut. Das ist so allen, ja. Das ginge, das können wir machen. So. Jetzt haben wir natürlich hier eine ganze Menge an Licht. Ja, das Licht muss natürlich irgendwie noch eingestellt werden. Was haben wir denn an Zeit? 14 haben wir schon. Also müssen wir eigentlich alles auf einstellen, ja. Weil wir wollen nur optisch was, aber nicht wirklich eine Reichweite damit erreichen. Also nicht so, dass dann der ganze Kahn, die ganze Stadt oder was auch immer alles da drum herum steht, dann voll anfängt zu leuchten, weil das muss ja dann das Spiel berechnen. Das wollen wir natürlich vermeiden, deswegen müssen wir hier alles auf einstellen. Man könnte es auch auf 2 oder 3 oder so stellen, damit es ein bisschen Reichweite hat, aber das will ich halt einfach nicht. Ich will einfach ressourcenschonend bauen. Das ist vielleicht jetzt nicht so viel, was da dann
berechnet werden muss. Aber bei, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viel Gondeln ich baue. Aber jetzt mal angenommen, ich baue da 10 Gondeln hin. Und ich habe da 10 mal, ich weiß nicht, was haben wir denn jetzt an Lampen hier drauf? Na, 112, ne? Das ist schon nicht wenig. Plus die 18, 120 solche Lampen. Ja, das ist nicht wenig. Und die fangen dann alle an zu leuchten und bestrahlen irgendwas. Dann muss der Computer das natürlich alles berechnen. Und ja, und das dann mal 10. Ja, das sind dann über 1200 solche Lampen, die dann berechnet werden müssen. Nur bei 10 Gondeln. Ja, das, also 10 werden es wahrscheinlich schon werden. Und das ist halt dann too heavy, too much. Deswegen müssen wir das hier einfach reduzieren. Aber das kann ich auch außerhalb einer Folge dann machen. So, damit das Ganze natürlich auch noch geil aussieht, ja, muss so eine Gondel irgendeinen Lichteffekt kriegen. Deswegen machen wir hier zwei so Geräte rein. Einmal für an, einmal für aus. Ja, also im Prinzip immer ja der zweite hier. Kriegt jetzt hier so ein Touch, eine Berührung. Muss man aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. So, der ist jetzt da. Vor allem, man sieht ja so viel, ne? Ah, siehst du, da haben wir schon den Falschen erwischt. Da müssen wir voll aufpassen. Man sieht so gut, wo man hinverbindet, ja, das ist der Wahnsinn. So. Genau, dann haben wir den hier. Also der hier ist ja jetzt auf. Boah, das ist so schwierig dann. Das wird schon eine Nummer. Ja, also der geht da drauf, hier, auf den da. Den schrägen im Prinzip. Und der gerade geht dann wieder auf den hier. So, dann machen wir den zweiten. Den zweiten. So, dann haben wir den hier. Den da. Und dann die Schräge. Muss man aufpassen, den richtigen zu erwischen. So, man kann das natürlich auch testen, ja. Also, holen uns mal so einen Button. Nee, das so geht's ja nicht. Ja, und switcht. Switch brauchen wir nicht, Button. Guck mal, das Blinksignal, das holen wir dann woanders daher. So. Genau, dann können wir hier rein. Und jetzt muss halt hier das, wie ihr seht, hier das zweite leuchten. Ja. Jetzt können wir noch einen reinmachen, der jetzt mal aufs andere geht. Voila. Das sieht doch ganz gut aus. So, und das läuft dann halt so im Wechsel im Prinzip. Ja, dann immer so zack, 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 zack. Damit das ja so aussieht, als würde das sich so durchlaufen, so ein bisschen. Man könnte das natürlich auch in Reihe schalten, das geht auch, aber da müsste man für jedes Licht ein eigenes Logik-Gate setzen. Das wäre natürlich ein bisschen too much für den kleinen Wagen hier, deswegen machen wir das ein bisschen billig, sage ich jetzt mal. So, jetzt haben wir den da. Der muss jetzt da drauf. Einen auslassen, der muss da drauf. Und auf die Schräge. Dann hier einen auslassen. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Und wieder auf die Schräge. So, schauen wir mal. Sieht ganz gut aus. Okay. So, und jetzt müssen wir den hier rein verbinden. Also hier haben wir ja schon. Da drauf. So, das meine ich. Gut, dass wir halt die Gondel einmal machen und nicht die Gondel dran bauen und dann mit Licht anfangen. Weil dann musst du ja für jede Gondel das hier machen. Ja, da bist du ja nicht mehr fertig. Und dann, viele lassen dann so schöne, so kleine Details dann aus, weil das halt zu viel Arbeit wäre. Kann man ja auch verstehen. Aber das macht's halt aus. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn wir, wie wir das jetzt machen, schon vorher
an einer Gondel fertig machen. Damit können wir die Gondeln copy-pasten und dann haben wir 10 identische Gondeln, die wirklich klasse aussehen. So, ja, sieht doch gut aus. Jetzt machen wir das andere an. Genau. So, das Ganze muss natürlich jetzt aber nach unten. Aha, das macht Sinn, ne? So, dann würden wir die Reihe so auch fortsetzen. Müssen wir mal gucken. Also der ist ja für den hinteren. Muss der da drauf, oder? War das so? Ja, genau. Weil wenn der dann an ist, leuchtet der hier. Aber dann sieht das so aus. Schwierig mit der Ecke. Aber geht nicht anders. Wo haben wir die jetzt drauf, die Ecke hier? Auf den hinteren, ne? Genau. So, jetzt sollte immer das hier aus sein, die erste. So, wenn wir die anmachen, dann müssen die alle angehen. So, passt. Das ist jetzt ein bisschen Fummelarbeit. So, das werde ich jetzt fertig machen, ja, so das mit dem Licht, damit das fertig ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns. Ciao, ciao.